Moin, mein Name ist Christoph Martens. Wir sind hier in Ostfriesland in der Westermarsch. Wie der Name schon sagt, Westermarsch, wir haben es hier überwiegend mit Marschböden zu tun. Teilweise jüngere Marsch, ältere Marsch. Dementsprechend haben wir auch wechselndere Bodenverhältnisse. Ich sage mal, für unsere Verhältnisse leichtere Böden bis hin zu wirklich schweren Tonböden, die auch innerhalb einer Fläche sehr stark wechseln können. Bewirtschaften rein Ackerbaubetrieb mit inklusive Bewirtschaftung ca. 360 Hektar. Und ja, zu mir selber, bin 38 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, habe in Kiel Agrarwissenschaften studiert und bin dann kurz nach dem Studium wieder zu Hause auf den elterlichen Betrieb gekommen, den zuerst mit meinem Vater in der GbR geführt, eine kurze Zeit und ja, bin jetzt selbstständiger Landwirt alleine. Auf den Saphir All-Star Longline sind wir gekommen. Wir wollten ganz gerne eine Maschine haben, die ganzflächig schneidet mit den Gänsefußscharen, um, ich sag mal, Ausfallraps beseitigen zu können, gerade vor dem Hintergrund dessen, dass uns das Glyphosat genommen wird, leider Gottes, brauchten wir halt was, um ein bisschen mehr Ackerhygiene schaffen zu können. Ackerfuchsschwanz ist bei uns ein Riesenproblem. Wir wollen ganz gerne ganzflächig damit schneiden, um halt das falsche Saatbett nachher eventuell nochmal vorher damit durchzuziehen. Haben auch noch einen zweiten Satz Schare dabei, die schmalen Schare, um im Frühjahr die Böden nochmal ein bisschen durchlüften zu können, bevor wir dann mit Sommerung die Bestellung vornehmen können. Mit der Maschine sind wir zufrieden. Also wir haben extra eine große Maschine gewählt, die 7,5 Meter Variante. Aufgrund dessen, dass die meisten Maschinen bei uns im Betrieb 6 Meter haben und wir wollten ganz gerne aus dem System mal ausbrechen. Das heißt, wenn wir quer zu den Fahrgassen arbeiten, haben wir uns dann für eine etwas größere Arbeitsbreite entschieden und haben im Betrieb auch festgestellt, der Maschine, dass die relativ leichtzügig ist. Wir haben jetzt einen relativ großen Trecker, den 900er Fendt vor. Das kann aber auch ein 724 vernünftig aufballastiert, kann das machen. Das war eine sehr interessante Erfahrung, dass der auch damit losgehen kann bei der sehr flachen Bodenbearbeitung. Ja, wir wollten halt eine vernünftige Stoppeldurchmischung haben. Deswegen auch die langbalkige Variante mit den 8 Balken. Und haben uns dann bei der Ausstattungsvariante für eine Rohrstabwalze dahinter entschieden, weil wir im Frühjahr dann die Böden lockern und lüften wollen und nicht wieder rückverfestigen wollen, damit die schneller abtrocknen, damit wir schneller mit der Sämaschine hinterherkommen. Und hinter der Rohrstabwalze haben wir noch einen Striegel dran. Wenn er dann bei der Stoppelbearbeitung im Herbst läuft, dass wir, ich sag mal, wenn wir quer zu den Fahrgassen fahren, das Stroh noch ein bisschen mehr schleppen und da eine bessere Querverteilung hinkriegen. Ich würde mich wieder für den All-Star Longline entscheiden, ja. Und zwar aus dem Grund, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Wir sind bisher sehr zufrieden gewesen. Wenn es Probleme mit der Maschine gab, war die Firma Saphir immer relativ schnell bei der Sache. Hat uns dann auch entsprechend geholfen. Das war eine gute Zusammenarbeit und wir sind von der Maschine an sich überzeugt. Sie kommt ja so ein bisschen oder das Prinzip aus dem Biolandbau und in die Richtung bewegen wir uns ja politisch gewollt. Die Maschine hat auf jeden Fall bei uns auf dem Betrieb einen festen Stellenwert und werden sie auch im Frühjahr und im Herbst weiterhin intensiv einsetzen.